Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge die strategisch wichtige Stadt Kupjansk zurückerobert. Auf Twitter veröffentlichte die ukrainische Armee Bilder, die ihre Soldaten in Kupjansk zeigen sollen. Die Kleinstadt liegt im Gebiet Charkiw und wurde kurz nach der russischen Invasion im Februar unter russische Kontrolle gebracht. Kupjansk gilt als wichtiger Punkt für die Versorgung der russischen Truppen in Isium im Osten der Ukraine. Die Zurückeroberung von Kupjansk ist Teil der ukrainischen Gegenoffensive im Osten des Landes. Mittlerweile kehrt das Leben in die von der Besatzung befreiten Gebiete zurück. Die Minenräumung ist im Gange. Einheiten der Nationalgarde der Ukraine führen Stabilisierungsmaßnahmen durch. Die Arbeit der Nationalpolizei wurde wieder aufgenommen. Die Polizei registriert zahlreiche Verbrechen, die vom Feind auf ukrainischem Boden begangen wurden. Indes hat der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov am Samstag bekannt gegeben, dass Russland seine Truppen aus Isium abziehen will. Auch werde Moskau seine Soldaten ebenfalls aus der Stadt Balaklia in Richtung der Donetsk-Region verlegen.